zusammen? Alles gut bei euch? Ist ja wunderbar, mal so ein Rathaus hier, das Foyer mal wieder so voll zu sehen. Und vor allen Dingen alles gut gelaute Menschen. Meistens, wenn wir hier hinkommen, dann lösen wir mit unserem OB hier das Problem. Hochherrschaftlichen Arsch gerettet, wenn ich das mal hier so locker sagen darf. Weil Sie haben uns einen Treckerfahrer samt Zugmaschine zu oder haben dafür gesorgt, dass wir einen haben. Mädels, herzlichen Dank nochmal. Und wir trinken gleich ein Bier darauf. Ja, aber ansonsten geht es mir sehr gut, weil ich genieße die Zeit an der Seite meiner Prinzessin, an der Seite dieser tollen Mannschaft. Macht einfach viel, viel Spaß, viel, viel Vergnügen. Du sitzt doch bequem, brauchst ein Schürchen. Du kannst auch gerne mal ruhig aufstehen. Komm, ich helfe dir mal hoch, das sieht sehr unbequem aus. Das Blut läuft ja aus den Beinen raus. Wie heißt du? Das ist die Kerstin von... Und für wen machst du die Fotos? Für deinen Vater oder für irgendeine... Machst du jobmäßig, oder? Für den Thomas. Ach, ist deine... Für den Thomas macht die Kerstin hier Fotos und du bist... Ist auch die Kerstin, macht wahrscheinlich auch Fotos für den Thomas Schimmer auf. Die hocken hier jetzt gefühlt eine Dreiviertelstunde am Boden. Die haben ja gar kein Gefühl mehr in den Beinen. Ja. Also so zwischen zwei Kerstins fühle ich mich auch wohl. Ja. Habt ihr eure Fotos alle schon im Kasten oder müsst ihr noch? Ja, ein bisschen müsst ihr noch. Ja, gut. Ja, wir würden ja jetzt auch erstmal gerne unsere Orden verleihen. Das ist aber dein Thema, dein Part, bitteschön. Wir müssen ja jetzt erstmal hier noch entscheiden, wer die Orden bekommt. Dann musstest du, ich weiß auch nicht, wer. Also am besten alle die, die sie noch nicht haben. Ne? Wer hat denn den Prinzenpaar-Orden noch nicht? Kommt doch mal nach vorne. Olli fängt an, höre ich gerade, wer auch immer Olli ist. Ach, Rudi, Entschuldigung, Rudi, hast du den Orden noch nicht von uns? Ja, um Gottes Willen. Rudi Jelinek, mein Gott. Karnevals-Urgestein, der war ja immer dabei. Und ist auch weiterhin noch dabei. Und da freuen wir uns auch sehr drüber, lieber Rudi. Wir wollen und endlich hast du den Orden. Der Willi. Ja, ja, alles dein Part. Freue mich. Und jetzt kommt was für mich. Ja, genau. Ich freue mich riesig. Philipp, bist du mit? Nein, Philipp macht schon die Prinzessin. Philipp, oder? Du stehst immer auch auf die Prinzessin, ne? Stadt am Niederrhein ist oder am Rhein ist und wir haben selbst eine so schöne Stadt und die wollen wir jetzt mal hier ein bisschen hochleben lassen. Bitte schön. Musik ab! Schön.
Schule oder Job macht man sich hier keinen Kopf. Denn ganz egal, ob arm, ob reich, hier sind wir alle gleich. Zur Hilfe ist man stets bereit, was man hier schätzt, ist Ehrlichkeit. Als Kind war mir schon klar, unsere Stadt ist wunderbar. Wir sind Kinder dieser Stadt, die uns so viel gegeben hat. Hier, wo ich glücklich bin, hier macht das Leben Sinn. Wir sind Kinder dieser Stadt, die uns so viel gegeben hat. Von diesem schönen Ort will ich nie wieder fort. Bei uns in unserem Fußballclub spielen Lisa, Costa und Jupp. Ali, Mara und auch Gerd, alle tragen unser Shirt. Hier in unserem Verein ist niemand wirklich sehr lang allein. Was stärker wiegt als Streit, ist Respekt und Herzlichkeit. Wir sind Kinder dieser Stadt, die uns so viel gegeben hat. Hier, wo ich glücklich bin, hier macht das Leben Sinn. Wir sind Kinder dieser Stadt, die uns so viel gegeben hat. Von diesem schönen auf dieser Welt hast du auch noch so viel Geld, dass Heimat nicht zu ersetzen ist, wird bald dir schon gewiss. Audi. Die Sehnsucht lässt dich nicht mehr los, der Schmerz in dir ist riesengroß. Dieses Gefühl, das jeder kennt, das ist, was man Heimweh nennt. Jetzt alle! Wir sind Kinder dieser Stadt, die uns so viel gegeben hat. Hier, wo ich glücklich bin, hier macht das Leben Sinn. Wir sind Kinder dieser Stadt.